Ein neuer Tag. Es ist zwar noch mitten in der Früh. Alle schlafen noch. Auch der Müller, den ich das plötzlich mal beklauen kann. Naja, ich könnte eben... Ach so, das ist meine Kiste. Nö, ist überhaupt nicht meine Kiste. Das sind die Sachen, die ich ihm verkauft habe. Oder ist das doch meine Kiste? Es steht Stehlen dran. Nee, jetzt steht da nicht mehr Stehlen. Komisch. Und ja, ich habe Unmengen an Schatzkarten. Dem muss ich mich auch noch widmen. Es soll nämlich richtig coole Sachen geben bei den Orten. Willkommen in der Dunkelheit. Ich finde es sogar fies, dass du jetzt nicht zu Theresa gehen kannst, sag ich mal, um häufiger im Beischlaf zu verziehen. Einmal gevögelt aus dem Sinn. All dieses Buhlen, ey, für einmal reinstecken. So, kicken wir mal, wo diese Wache ist, der wir ein paar Groschen klauen sollten. Für die Leute aus Skellinger. Oh, guck, hallo. Glaub, er könnte innerhalb dieses Hauses schlafen. So, Geräusche runter auf 30. Von der Zeit her sollten wir noch ein bisschen Spielraum haben. Ich denke mal schon, der wird hier drin sein, oder? Ich sehe übrigens gar nichts. Oh, Gott sei Dank, er ist hier oben drin. Was zur Hölle? Du Strauchdieb! Du, bleib sofort stehen! Tut mir leid.
Dafür mache ich deine Ausrüstung zu Geld. Türschlüssel. Verbesserter Jagdpfeil. Du hast gestohlen. Ja. Du hättest dir das zweimal überlegen sollen. Das wird ein saftiges Bußgeld werden. Der Typ lag hier schon. Komm schon, mein Freund. Du weißt doch, dass ich im Dienste von Herrn Ratzig Kobilla stehe, oder? Ich wusste das nicht. Verzeih mir. Geh deiner Wege. Und räum bitte den Mann hier weg. Pass etwas besser. Hey. Hey. Hörst du mich? Warte. Spiel nicht den Unschuldigen. Wir beide wissen, dass du es warst. Ich war was. So schnell wirst du die Sache nicht vergessen. Um das zu bereinigen, musst du einiges hinlegen. Ach, das ist Nachtigall. Das reicht. Wie du willst, du Trottel. Ach, was kann ich schon tun? Bitte sehr. Also gut, aber sieh zu, dass das nicht nochmal passiert. Und übergib mir die gestohlenen Güter. Nein! Hey, was in drei Teufelsnamen glaubst du, was du da machst? Wenn du dich nicht verpisst, gibt's Ärger. Was hat er jetzt von mir genommen? Dieser Pisser, der hat meine Klamotten genommen. Der hat meine Schatzkarte geklaut. Ah, nee. Puh, Gott sei Dank. Was hast du hier? Verdammt. Hey, was treibst du da? Ich versuche, an dir vorbeizukommen. Was machst du hier? Suchst du irgendwas? Hey, gib die Waffe weg, bevor mir dein Kragen platzt. Brauchst du irgendwas? Ah, verdammt, ich kann die Nachtigall nicht töten, weil es ein Questgeber ist. Noch etwas? Ah, du verdammtes Spiel. So viel zu meinen Freiheiten. Ich werde mich noch dafür rächen, dass ich die beiden Dinge jetzt verloren habe. Pass mal auf. Allerdings wurde der Mord mir nicht so hoch angerechnet. Junge, ich bring dir Geld.
Als Vagabund musst du doch früher aufstehen. Wie sollen wir denn so als Bettler Kohle machen? Bleib da musst stehen. Du morgens... Ich muss dich kurz durchsuchen. Na, gehst du wohl weg? Weshalb? Befehl unseres Herrn. Befehl eures Herrn? Sehe ich so aus, als müsste man mich durchsuchen? Plustere dich nicht so... Wie du willst. Nichts. Was hatte ich denn jetzt auch wieder einen Misserfolg? Alex. Geh weg. Jaroslav. Gott sei mit dir. Da wäre noch etwas. Danke. Ich dachte, er hat sie jetzt woanders hingelegt. Guten Tag. Ich habe dein Geld. Wird gern das Gesicht von dem Bastard sehen, wenn er es bemerkt. Hier, ein Teil von dem Geld, wie versprochen. Und ich habe einen anderen Auftrag für dich. Was für ein Auftrag ist das? Wo du auch hingehst, siehst du arme Tölpel wie mich, die nicht mal einen Pisseimer haben und betteln müssen. Aber du siehst auch diese vornehmen Rateier, wie sie hochnäsig daherstolzieren, nur an sich selbst denken und sich einen Dreck um uns arme Leut scheren. Mit dem Geld aus dem Beutel einer einzigen vornehmen Gans könnten wir uns alle satt essen. Ein voller Magen für alle? Das muss dann aber ein dicker Geldbeutel sein. Ich versuche es. So ist's recht. Im Gegenzug bringe ich dir was bei und du bekommst natürlich auch was ab. Stehe der reichen Bürgerin 50 Groschen. Ich gebe dir einfach aus meinem Beutel 50. Gut, die Hälfte ist für dich. Na, willst du noch einen Auftrag? Ein weiterer Auftrag? Ich bin ganz Ohr. Jawohl. Es gibt da so eine Witwe bei uns im Lager, die im Elend lebt. Sie hat das letzte Erinnerungsstück an ihre Mutter, dem Pfandleiher, verkauft, damit sie ihre Kleinen ernähren kann. Jetzt bedauert sie es und bekommt nachts kein Auge zu. Ich soll das Erinnerungsstück zurückholen? Genau. Ich würd's ja selbst holen, aber sobald ich einen Fuß auf den Hauptplatz setze, verdreschen mich die Büttel. Hol ihren Ring von diesem Wucherer Wolfram Bruder zurück. Deine Belohnung kannst du dir bei ihm aussuchen. Er ist so reich, dass es wehtut. Bin bald zurück. Alles klar. Und was ist dein Problem hier, Alex? Nein. Geh weg. Stieh Wolfram Bruders Silberring. Wurde mir einfach ein Loch hier von draußen rein. Oh, ich denke, da muss ich bis zur Nacht warten, ne? Erstmal mittags in den Laden reingehen und observieren. Was da letztendlich drin ist. Ah, nicht nur drin, sondern Ladenwache wird er haben. Warum bin ich in einem privaten Bereich? Das ist doch ein Laden. Ach so.
Ist noch zu. Tut mir leid, ich habe eure Öffnungszeit nicht gesehen. Ihr wisst, was dort geschah. Helft eurem Nachbarn. Scheint so, als wenn der Vogt eine Aufgabe hätte. Und dabei habe ich den auch schon bis auf die... was auch immer, bestohlen. Himmel, was... Hey du, was wird das hier? Verpiss dich, bevor ich richtig zornig werde. Naja, den Vogt sollte ich vielleicht nicht zornig machen. Also warten wir, bis er an seinem Schreibtisch sitzt. Setze dich, mein Freund. Nein, geh nicht wieder in deinen Privatbereich. Ich bin hier, um mit dir zu reden. Was war das? Hallo? Kuckuck. Kuckuck, hallo? Hallo? Ich werde langsam verrückt. Nein, wirst du nicht. Du solltest dich nur endlich mal an die Arbeit setzen, damit ich mit dir reden kann. Zum Beispiel jetzt. Huh. Top, die Wette Gott gilt. Gott sei mit dir. Gott sei mit dir, Vogt. Meister Vogt, gibt es hier irgendwelche Neuigkeiten? Das kann man wohl sagen. Der Vikar des Bischofs kam nach Uschitze. Und nicht mal Herr Hanusch weiß, was der hier will. Irgendwas ist da im Busch. Mehr weiß ich nicht. Du siehst aus, als wärst du sehr beschäftigt, Meister Vogt. Hast du viel zu tun? Viel zu tun? Es ist ein Wunder, dass bei all den Besuchern die Tür noch in den Angeln hängt. Was ist denn los? Mir wurde aufgetragen, den Leuten aus Galitz Arbeit zu geben. Hier gibt's bei Gott genug zu tun. Das Problem ist eher, alle Aufgaben gerecht zu verteilen. Verstehe. Jeder hat Mäuler zu stopfen. Am schlimmsten ist, dass mir niemand sagt, wer am dringendsten Arbeit sucht. Vielleicht kannst du helfen, Heinrich. Wie? Dir gegenüber sind die Skaletzer sicher ehrlicher. Finde heraus, wer die Arbeit am nötigsten hat. Du kannst dann entscheiden, wer was erledigt. Hilfst du mir? Sicher, ich werde tun, was ich kann. Dich schickt der Himmel. Es dauert sicher nicht lange. Du weißt doch, wie die Flüchtlinge auskommen, oder? Frag herum und finde mehr heraus. Um welche Art von Arbeit geht es denn? Der alte Hagen sucht eine Köchin. Und dann brauchen wir noch drei... Nein, 5 Träger. Eine Köchin und 5 Träger. Das klingt nicht allzu schwer. Wo liegt das Problem? Nun ja, wir brauchen 3 Wasserträger. Die anderen sollen, verzeih, Scheiße tragen. Oder Exkremente, wie der Papst sagen würde. Gibt es jemanden, der mir genaueres sagen kann? Ja, der Händler Konrad Hagen ist der, der eine Köchin sucht. Sprich mit ihm. Und der junge Alex wird wissen, wer von den Skalitzern sich am besten eignet. Warum ist das so ein Problem für dich? Tja, sie scheinen sich vor mir zu fürchten. Ich kriege nie eine brauchbare Antwort von ihnen. Wie soll ich da die richtige Entscheidung fällen? Sie sind verzweifelt. Verurteile sie nicht. Das tue ich ja nicht. Aber ich kann die Arbeit nicht einem Taugenichts geben, der sein Geld dann versäuft. Was gibt es zur Stelle als Köchin zu sagen? Da musst du Hagen selbst fragen. Er hat mir nichts Brauchbares gesagt. Vielleicht hat er ja seine Meinung geändert. Was muss ich über die Wasserträger wissen? Wir brauchen 3. Zurzeit erledigen das die Bediensteten der Bürgerschaft. Müssen sie bis zum Fluss hinunter, um Wasser zu holen? Natürlich. Wo sollen sie es sonst holen? Vom Galgenberg? Es ist keine leichte Arbeit, aber jemand muss sie tun. Was kannst du mir über die
anderen Träger sagen. Es ist dreckige Arbeit, aber sie muss erledigt werden. Es gibt bei Gott genug für sie zu tun. Bei manchen Leuten läuft's schon über. Klingt widerlich. Wer würde das freiwillig tun? Wenn's sein muss, zahle ich das Doppelte von dem, was die Wasserträger bekommen. Vielleicht hilft das. Ja, mit mehr Scheiße lässt sich richtig gut Kohle machen. Dann viel Glück. Das war schon im Mittelalter so. Und wird auf YouTube fortgeführt. Okay, so dass er den Ring immer bei sich trägt. Hier dieser Wolfgang Prudeln. Wie geht es dir, Heinrich? Gott sei mit dir, Heinrich. Gott sei mit dir, Konrad. Ehrenwerte Grüße. Wie kann ich dienen? Der Vogt schickt mich. Er sagt, du suchst nach einer Köchin. Richtig, nach einer guten. Aber das habe ich alles schon unserem geschätzten Vogt erzählt. Ich habe dem Vogt meine Hilfe angeboten. Ich kenne die Skalitzer. Ah, verstehe. Was willst du wissen? Gibt es besondere Ansprüche, die du an die neue Köchin hast? Tja, es wäre von Vorteil, wenn sie weiß, wie man kocht. Ja, aber der Vogt sagte, du hättest auch andere Anforderungen. Nun, ich will eine Frau, die auch im Haus nach dem Rechten sieht, wenn ich auf Reisen bin. Jung, liebreizend. Wozu? Ihre Kochkunst soll die Leute beeindrucken, nicht ihr Äußeres. Ich verstehe. Verzeih. Ach, so eine Köchin. Ich hörte auch, es gäbe offene Trägerstellen. Ja, man hätte wirklich früher darauf kommen können. Es ist besser für die Stadt, wenn die Bürgerschaft nicht ihre eigenen Bediensteten schicken muss. Und es ist auch besser für meine Leute. Natürlich, natürlich. Das versteht sich von selbst. Ich hörte, du brauchst auch jemanden, der, die Latrinen leert. Es ziemt sich nicht, über derlei Dinge zu sprechen. Zumindest nicht für anständige Leute. Aber ich muss wissen... Genug. Kein Wort mehr darüber in meinem Haus. Neustufe in Redekunst. Ups, Entschuldigung. Tja, jetzt weiß ich nicht mehr über die Scheiße. Ah, ganz da vorne ist Alex aus Scarlet. Der wird wissen, wen ich denn da einsetzen kann. Die Frau sieht nicht sehr begeistert aus über seine Geschichte. Ach, da ist Wolfram Bruder. Guten Tag. Tja. Den kann ich aber jetzt gerade nicht auf offener Straße ausrauben. Da ist Alex der Bettler, oder? Ah ne, das ist ein Wächter. Und da ist Alex. Du siehst furchtbar aus. Hat dich jemand angegriffen? Was bitte? Ich muss mit dir über unsere ehemaligen Nachbarn sprechen. Es gibt Arbeit und ich soll die Leute auswählen. Der Vogt hat es mir bereits gesagt. Will er noch immer, dass sie als Schinder arbeiten? Es ist schon dabei. Davon profitieren alle. Nicht ganz.
Es gibt nicht genügend Arbeit für alle und niemand will die Arbeit eines Schinders verrichten. Aber die Leute brauchen Arbeit, um zu überleben. Wasser tragen vielleicht. Doch wenn sie Arbeit verrichten müssen, die nichts für anständige Leute ist, sondern für den Henker oder den Schinder... Es ist also sinnlos, ja? Lieber betteln als richtige Arbeit leisten. Sogar Scheiße tragen ist besser als das. Du vergisst, dass das eine Aufgabe für den Schinder ist, nicht für Vertriebene. Selbst wenn wir wieder in Scarlet sind, wird der Gestank noch an ihnen haften. Weißt du, wer Geld am dringendsten nötig hat und kräftig genug ist? Silber haben alle nötig, aber nicht jeder eignet sich für diese Arbeit. Wen kann ich dann fragen? Wo finde ich geeignete Leute? Ich werde selbst mit ihnen sprechen und sie dann alle bitten, vor dem Rathaus auf dich zu warten. Es wird aber etwas dauern. Mhm. Ich suche auch nach einer Köchin. Kennst du eine gute Köchin, die Arbeit sucht? Nun, da wäre Agnes. Es heißt, sie kocht besser als alle anderen, aber... Wo ist das Problem? Ist dir etwas zugestoßen? Nein, es ist nur so, dass ich sie schon lange nicht mehr zu Gesicht bekommen habe. Wenn ich mich nicht irre, bekocht sie nun den hiesigen Pfarrer und lebt im Pfarrhaus. Aha. Danke, auf bald. Mir ist aufgefallen, dass einige Scarlitzer aussehen, als wären sie im Krieg gewesen. Was ist passiert? Es gibt da so einen Kerl, der Wetten abschließt. Wenn du ihn schlagen kannst, bekommst du Silber. Wenn du verlierst, musst du für ihn arbeiten. Aha, ich sehe mir das mal an. Wie geht es euch? Könnte besser sein. Sei froh, dass Herr Ratzig dich in seinen Dienst stellte. Wie ich hörte, gehst du sogar mit Herrn Carpon jagen. Ach, das war nur einmal. Ich bezweifle, dass wir das bald wiederholen werden. Ah, schade. Denn eigentlich wollte ich dich um einen Gefallen bitten. Bestimmt weißt du, dass es hier viele hungrige Mäuler zu stopfen gibt. Also dachte ich, du könntest helfen. Ich weiß nicht. Ich bin kein so guter Jäger, dass ich alle Flüchtlinge versorgen könnte. Nein, nein. So war das nicht gemeint. Die Städter gieren nach Wildbret. Sie wollen leben wie die Blaublüter. Verstehst du? Ein paar Bürger haben mich schon gefragt, ob wir unser Glück in den Wäldern versuchen wollen. Sie haben uns im Gegenzug Vorräte versprochen. Mehl, Schmalz, Eier und dergleichen. Aber wir können das Risiko nicht eingehen. Wir sind ja so schon unbeliebt. Wenn sie einen von uns erwischen, knüpfen sie ihn am erstbesten Baum auf. Aber du gehörst Herrn Ratzis Garnison an und gehst mit Herrn Hans auf die Jagd. Deshalb dachte ich... Ich kam mit einer Schlägerei mit Herrn Hans durch, also werden sie mich wegen ein paar Hasen schon nicht aufknüpfen. Danke, Heinrich, das weiß ich zu schätzen. Der Schneider bat mich um ein paar Hasen, um für einen Händler ein Festmahl zu bereiten. Alles klar, ich bringe dir welche. Hab Dank, du bewahrst uns vor dem Hungertod. Glaube, ich habe doch sogar noch Hasen. Hasenfleisch 90. 22. Ugh, dafür muss ich echt jagen gehen. Wo ich doch so ein guter Schütze bin. Die Wache hat sich verändert. Grüß dich, werter Herr Ritter. Ich suche nach Wasserträgern. Hättest du vielleicht Interesse? Ich habe bereits Arbeit. Ich helfe mit den Pferden. Das ist besser, als Wasser zu schleppen. Schätze schon. Ich dachte, du willst dir vielleicht etwas dazu verdienen. Danke der Nachfrage. Aber du solltest jemanden fragen, der es dringender nötig hat. Na gut. Ich werd bekloppt. Guck mal, wer da sitzt. Gut, dass du hier bist, Heinrich. Was ist los, Herr? Onkel, Herr Hanusch hat nach mir geschickt. Zweifelsohne, um mich wieder einmal zu belehren. Er sagte, ich soll dich mitbringen. Was hat das denn mit mir zu tun? Viel. Seit der Jagd hängst du schließlich mit drin. Nun gut, wir sollten aufbrechen, nicht wahr, Herr Hans? Je schneller wir es hinter uns bringen, desto besser. Schätze, ja.
Ich habe dir ein paar meiner alten Kleider in eine Truhe gepackt. Du sollst vor Hanusch nicht schlecht dastehen. Geh und zieh dich um, bevor wir gehen. Danke, Herr, aber ich fühle mich so wohler. Du willst mich also beschämen? Na gut, ich habe keine Lust zu streiten. Komm schon. Sieh an, mein Mündel und sein, wie nennen wir ihn, auf... Onkel? Mein Herr? Ich hoffe, ich habe euch nicht bei etwas Wichtigem gestört. Keineswegs, Onkel, wir waren beim nur... Beim Saufen und Rumhuren zum Beispiel? Onkel, ich kann das... Oder ihr wart beschäftigt, habt Unruhe gestiftet und euch mitten in der Nacht mit meinen Untertanen geprügelt? Nein, so war es nicht. Heinrich und ich haben... Heinrich ist genauso ein Narr wie du. Nur ist er nicht mein Mündel, Gott sei Dank. Was zum Henker denkt ihr zwei euch eigentlich? Die Leute auf meinem Land arbeiten sich die Rücken krumm, um etwas Essen auf den Tisch zu bekommen und auf den euren, wenn ich euch erinnern darf. Und was sehen sie, Hans, ihren Herrn und Meister, der nicht mehr ist als ein Trunkenbold? Der Mann, den ihr verprügelt habt, war eine Wache, ein neuer Mann der Stadtwache. Er konnte sich heute früh wegen seiner Verletzung nicht zum Dienst melden. Der Vogt war hier und hat sich beschwert. Denkt ihr etwa, dass ich ihm auch nur irgendwas entgegnen konnte? Natürlich nicht. Das hätte mich beschämt. Und auch euch zwei. Also musste ich stillschweigend dasitzen und mir seine Klagen anhören. Vielleicht glaubst du, dass du mit allem durchkommst, weil du hier der Herr bist. Aber da liegst du falsch, du Holzkopf! Ein Herr bleibt nur der Herr, solange er die Loyalität seiner Untertanen genießt. Und ich muss dir sicher nicht sagen, dass die Leute hier nicht gerade den Tag herbeisehen, an dem du übernimmst. Das war dein letztes Abenteuer, Capon. Noch eine Eskapade und ich schicke dich zu deiner Mutter nach Polna. Soll sie dich doch in Weiberkleider stecken und an irgendeinen Ungarn verschachern? Onkel, dieser Arsch... Archibald wollte mich umbringen. Was sollte ich tun? Ach, übertreib nicht so. Und selbst wenn, bin ich wenig überrascht, nachdem du sein Mädchen belästigt hast. Aber ich habe nur... Gottgütiger, hör auf zu winseln, Junge! Es wird Zeit, dass du endlich Verantwortung übernimmst. Ich habe eine Aufgabe für dich, die dich von Dummheiten abhalten sollte. Herr Milota von Oleschna ist gekommen. Kennst du ihn? Ist das nicht Herrn Bernards Vetter? Ist er. Er kam auf der Suche nach Zuflucht mit seinem Gefolge zu uns. Er ist schwer verletzt. Was ist geschehen, mein Herr? Seine Burg Oleschna wurde von einem gewissen Wolflin von Kamberg überfallen. Milota verfolgte ihn bis kurz vor Neuhof und stellte ihn. Leider ging der Kampf nicht gut für Milota aus. Wolflin von Kamberg, den kenne ich doch. Er ist mit den Herren von Oleschna verwandt, ein Vetter von Bernhard und Milota. Ihre Familienangelegenheiten sind etwas wirr. Geht mich natürlich nichts an. Ich wünschte nur, sie hätten ihre Streitigkeiten woanders ausgetragen. Was sollen wir tun, Herr? Geht zu Bernhard in den Burghof. Er hat Berichte gehört, dass Wolflin einige Höfe um Neuhof geplündert hat und versammelt nun einige Männer. Das Ganze ist eine Familienangelegenheit und bestimmt brodelt es unter der Oberfläche. Am wichtigsten ist, dass ihr diesen Räuber aus dem Lehen vertreibt. Wenn möglich, ohne Blut vergießen. Ich will wegen dieser Sache keine Männer verlieren. Habt ihr verstanden? Ja, Herr. Jawohl, Onkel. An die Arbeit. Räuberbaron. Kennen wir uns nicht von irgendwoher? Nein, 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 nein. Ich bin neu hier. Was zum Teufel? Geht zu Hauptmann Bernard und schließt sich seinen Truppen an. Mutter sieht nicht gut aus. Kein Wunder. Er hat diesen Hurensohn. Was haben wir denn da? Unterhaltung? Vorzüglich. Du dreckiger Hund. Ja. Was ist los? Komm schon. Wir sollten noch keinen Müll anstellen, oder? Ach. Du da, halt!
Ergib dich! Ich schlachte dich ab. Du musst für deine Verbrechen gerade stehen. Also so habe ich mich der Truppe... Komm her, du Weichein! Du warst es also, der sich geprügelt hat. Du hättest dir das zweimal überlegen sollen. Ihr seid solche Bananen, ey. Genug, welch Unver... Wie du willst, du Trottel. Boah. Ach, was kann ich schon tun? Du hast dich vor dem Gesetz geläutert. Aber ich behalte dich im Auge. Warum habe ich mich nur geprügelt, weil ihr mich alle angegriffen habt? Schweine. Habt ihr gesehen, wie ich unterdrückt wurde? Habt ihr es gesehen? Sei gegrüßt. Der Milota sieht nicht gut aus. Was hältst du von der Sache? In einem Punkt hat der alte Hanusch recht. Wir müssen aufhören, Rücken hinterher zu jagen und besser Banditen erledigen. Abwechslung ist gut. Ich habe keine große Lust. Stimmt. Ich fürchtete schon, Herr Hanuschs Rüge hätte dich betrübt. Warum denn? Endlich habe ich die Chance, mich meinem Onkel gegenüber zu beweisen. Wir reiten hin, hacken die Bastarde in Stücke und feiern am Abend mit einem guten Becher Wein. Sind doch leichtere Beute, oder? Vielleicht. Herr Hanusch sagte, wir sollen sie, wenn möglich, ohne Blutvergießen aus dem Lehen vertreiben. Und wie sollen wir das bitte schön anstellen? Mit Diplomatie? Mit Verbrechern sollte man nicht verhandeln. Das schädigt nur Onkels Ruf. Jeder Halunke würde fortan denken, er kann ohne Folgen rauben. Genug geredet. Aufsitzen. Ja, aber dass er adlige Verwandte hat. Die haben sogar eine Burg. Das haben sie wohl. Herr Bernhards Vater besitzt einige Ländereien bei Colin. Herr Hanno schickt mich, Hauptmann. Herr Hans und ich, wir sollen mitkommen. Nun gut, setz auf, Junge, dann reiten wir los. Ich wäre gerne ein besserer Schwertkämpfer. Willst du mich verarschen? Ich soll dich unterrichten, nach allem, was du getan hast? Hallo. Er will mich nicht mehr unterrichten, ich habe einen zu schlechten Ruf. Jetzt fühle ich mich doch ein bisschen schlechter. Flinke Finger. Herr Hans, wenn wir ankommen, halte dich bitte zurück. Vergiss es, Bernhard. Ich bin hier nicht zum Vergnügen. Hanusch will, dass ich diese Sache kläre. Und das werde ich auch. Natürlich, Herr Hans. Ich meinte nur... zu ihrer eigenen Sicherheit. Ich weiß, was du meintest, Hauptmann. Vergiss es. Jawohl, mein Herr. Hör mal, Bernhard. Wegen dieses Räubers. Ich hörte Gerüchte. Dass er mit mir und Milota von Oleschna verwandt ist? So in der Art, ja. Wir haben denselben Urgroßvater. Urban, Baron von Oleschna. Wolfling gehört einem entfernten Zweig meiner Familie an, der... sagen wir so, sie machen unserem Namen keine Ehre. Ich hörte, Wolflin von Kamberg wurde irgendwo in Schlesien gehängt, weil er den Bischof bestahl. Das hörte ich auch, aber... nun, du weißt doch sicher, was man sich über die Kambergs erzählt, oder? Dass sie verflucht sind? Bernhard, glaubst du nicht, ich bin etwas zu alt für Märchen? Glaub, was du willst, aber ich weiß es von meinem Großvater und der kümmerte sich nicht um Märchen. Ich wollte dich nicht kränken, Hauptmann. Erzähl mir mehr. Wo kein Feuer, da kein Rauch. Und ich habe noch nie ein Familienmitglied über die Kambergsippe reden hören. Nun gut. Zu Hause wurde immer nur flüsternd von unseren Kamberger Verwandten gesprochen. Als Wolflins Vater Wilhelm einmal zu Besuch kam, ich schäme mich fast. Erzähl ruhig weiter. Ich werde schweigen wie ein Grab. Die Diener hatten so viel Angst vor ihm, dass sie sich in der Scheune versteckten. Vater ließ sie auspeitschen, aber sie wollten trotzdem nicht in Wilhelms Nähe. Sie hatten
Angst vor Flüchen. Ich verstehe es. Kommt. Onkel Wilhelms Gesicht war so entstellt, dass die Leute sich bekreuzigten, wenn sie ihn sahen. Ich hatte als Junge auch Angst vor ihm. Eine Kriegsverletzung? Nein, er wurde so geboren. Seine Mutter, Gräfin Barbora von Haugwitz, wollte Wilhelms Vater, meines Großvaters Bruder, nicht heiraten. Und sie wollte auch keine Kinder von ihm. Als sie doch schwanger wurde, ging sie zu einer Hexe, um das Kind wegmachen zu lassen. Aber sie bekam 5 Ringe. Stell dir das vor, 5 Kinder in einer einzigen Nacht. Jesus Christus! Und das ist noch nicht alles. 4 überlebten die Nacht nicht. Nur das 5. Und es war entstellt. Wilhelm. Man sagte, die Hexe habe sie betrogen. Und ihr statt das Kind wegzumachen, Teufelssaat eingepflanzt. Oh Gott, wie furchtbar! Wilhelm hatte sein Leben lang darunter zu leiden. Als seine eigene Frau im Kindbett lag, ließ er Tag und Nacht 7 Gebetsbrüder bei ihr knien. Aber die Gerüchte brodelten trotzdem. Als sein Sohn Wolflin geboren wurde, sah er normal aus. Aber er wuchs zu einem wilden Gesellen heran. Und das ist er anscheinend immer noch. Allerdings. Vor einigen Jahren reiste Wolflin nach Polen. Und Wilhelm wurde immer schlimmer. Er verfluchte alles und jeden und begann die Dienerschaft mit Geschirr zu bewerfen. Als er dem Tode nahe war, ließ man einen Pfarrer kommen, um ihm die letzte Ölung zu gewähren, aber auch, weil man Angst hatte, der Teufel würde nun einen anderen befallen. Später tauchte Wolflin auf, obwohl man ihn lange für tot gehalten hatte. Manche behaupteten, er war auch tot, aber das würde eine Teufelsbrut wie ihn kaum aufhalten. Lieber Jesus, wenn du es so erzählst, klingt es viel glaubwürdiger als die Geschichten meiner Armen. Wie verfahren wir bloß mit einem solchen Monster? Beten wir, Herr Hans. Ach, ist bestimmt ein ganz cooler Typ. Oh, langsam! Vitus und Cyril, ich hatte sie als Späher entsandt. Dafür werden sie bezahlen. Das werden sie. Los, Männer, wir schlagen unser Lager auf. Hamlin, nimm 2 Männer und komm später hierher zurück. Ich überlasse Vitus und Cyril nicht den Raben. Ja, Hauptmann. Gott sei mit dir, Heinrich. Du Banane, wir reiten schon die ganze Zeit nebeneinander. Hans.